Es ist ein Derby. Es ist ein Derby und so wie er es ja auch schon gesagt hat, sie sind auch noch lange nicht raus. Umsonst haben sie ja auch nicht den Trainerwechsel dort vollzogen. Und er möchte natürlich auch da jetzt auch seine Akzente setzen, positives Erlebnis haben. Aber genauso geht es uns. Und ja, Abstiegskampf oder jetzt gerade jetzt Derby, das ist nun mal beißen, kratzen. Und da gehört eben Kampf dazu. Das ist die Voraussetzung, was ich auch schon immer gesagt habe, die Leidenschaft ist so und so Voraussetzung, sonst braucht man nicht Fußball spielen, schon gar nicht in dem Bereich. Und jetzt kommt es nachher darauf an, dass man dann auch die Qualität und den Mut mit reinbringt, und ja, um auch erfolgreich zu sein. Aber wie gesagt, Voraussetzungen sind die Leidenschaft und die Zweikämpfe zu gewinnen. Es ist eine Anspannung zu spüren, logischerweise. Ich glaube, man merkt auch, dass wir mit dem Ergebnis gegen Sandhausen nicht so zufrieden sind, logischerweise. Und da, glaube ich, auch viele drauf brennen, es einfach besser zu machen, weil wir uns für unsere harte Arbeit nicht belohnt haben. Das fahren wir nach Fürth. Die letzten drei Spiele gegen Fürth haben wir gewonnen. Das ist, glaube ich, auch bei vielen, ja, haben es mitbekommen, die letzten dabei waren. Die haben es gemerkt, wie geil das ist, so ein Derby da zu gewinnen in Fürth. Und deswegen fahren wir, glaube ich, trotzdem mit einer positiven Anspannung nach Fürth. Kribbeln ist dabei und es geht um Punkte, die wir unbedingt holen wollen und müssen.